Herzlich willkommen zum Saaleburz-Vlog. Ihr wollt keine brandheißen News der Saaleburz verpassen? Dann bleibt am Puck. Der Saaleburz-Vlog, die 6. Folge. Ja, wir sind heute im Sportpark Halle. Und wie ihr seht, strampelt Sergej und schwitzt schon ordentlich bei gefühlt 30 Grad Celsius. Ja, du bist wieder im Training, oder? Ja, die Vorbereitung hat begonnen vor der Vorbereitung sozusagen. Leichter Einstieg ins Training. Und ja. Kannst du mal ein bisschen erzählen, oder, den Fans? Klar. Gut. Das ist ja richtig. Boom. Ladies first. Hast du den Bauch eingezogen, Sergej? Ja. So, wir haben gehört, du bist unfreiwillig schon ins Training gestartet heute. Wie kam's? Naja, kam langsam die Zeit dazu, ja, die Basis wieder für die Saison zu legen. Und ja, wir haben jetzt schon, ich glaube, eine gewisse Zeit gefaulenzt, deswegen ja, der Bauch ruft. Wie viel hast du gefaulenzt? Wie viel hast du Sport gemacht? Hin und wieder hat man ein bisschen Sport gemacht, klar, um ein bisschen aktiv zu bleiben. Mhm. Ja, ein bisschen auch Tennis gespielt und Joggen gewesen. Ansonsten nicht so viel, ja, aber jetzt geht es halt wirklich schon in die Richtung Vorbereitung los. Also heißt, wenn unser Athletikcoach René Schwesig dann wieder bereitsteht, dann muss der fit sein, oder? Der René, der schickt, der hat uns Spielern spezielle Programme geschickt und der war ja letztes Jahr, glaube ich, in Montreal. Da hat er Fortbildung für eishockey-spezifische Übungen gemacht. Ja, die hat er uns nahegelegt und die müssen wir jetzt ausüben hier. Machbar? Muss ja, ist alles normal. So. Ja. Aber der passt auf, dass wir natürlich aktiv bleiben und dann fragt ihr mal hin und wieder, wie es uns geht, also alles gut. Ja, wie hast du sonst so deinen Sommer verbracht? Mit Urlaub, Familie? Kannst du mal kurz den Fans erzählen? Ja, so viel, das Übliche halt. Mit der Familie, private Angelegenheiten, mit dem Kleinen viel Zeit verbracht, ja, etwas sich erholt und dann ging es natürlich in den Urlaub. Ziel war, den Kleinen auch mal das erste Mal ins Meer zu bringen. Das war so ein kleines Abenteuer für uns. Ja, und ansonsten jetzt wieder zurück zur Arbeit. Ja. Kurz und knackig. Sonst sind ja auch alle Spieler tatsächlich ausgeflogen, gerade im Urlaub. Es ist gefühlt keiner mehr in Halle. Habt ihr untereinander viel Kontakt alle oder ist eher ruhig auch? Unter anderem hin und wieder auch, ja. Jetzt etwas mehr Abstand eher, ja, damit wir uns auch ein bisschen ausruhen voneinander. Aber man kriegt schon mit, wer wo was macht und so wird alles in Ordnung. Ja, wir haben Timo Gams als Neuverpflichtung bekannt gegeben am vergangenen Freitag. Ihr kennt euch ja auch schon. Du kannst ja gerne noch mal kurz erzählen, woher ihr euch kennt. Naja, mit Timo. Timo kam als junger Wilder nach Bayreuth damals in die zweite Liga und ja, der hat da einen guten Eindruck hinterlassen, hat sehr viel Energie reingebracht und ich denke, unsere Fans werden auf jeden Fall viel Freude an ihm haben, wenn er diese Energie auch bei uns mit reinbringt und sich an seine Rolle anpasst, dann wird er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein. Deswegen, ich freue mich auch auf ihn wiederzusehen. Was für eine Rolle soll das sein? Von ihm. Mhm. Naja, er soll ja schon dieses Charakterbild weiter hier voranbringen. Ja? Also wild, jung, verrückt. So wie ihr alle, ja. Nein, viel. Nee, es geht darum, viel Energie reinzubringen. Ja? Also so kenne ich ihn, so habe ich ihn im Bild. Und ich hoffe, dass er natürlich seine Qualitäten jetzt über die Zeit, die er in der zweiten Liga verbracht hat, noch gesteigert hat, dass da natürlich auch Effizienz reinkommt. Und ja, wir freuen uns auf ihn, ganz klar. Ja, hast du denn keine Anekdote vielleicht im Petto aus vergangenen Zeiten mit ihm? Naja, ich glaube, der hatte mal irgendeine Schlange geschlachtet und dann hat er so einen Gürtel gehabt. Und dann hat er so irgendeinen Spruch noch gehabt, dass ich einen richtigen Schlangengürtel habe aus Louis Vuitton. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Aber sowas in die Richtung. Also Timo, wir sind gespannt auf den Gürtel. Bitte bring ihn mit. Wir müssen das sehen. Das Rätsel müssen wir auflösen, oder? Ja. Ja, was sagst du sonst so zur Kaderzusammenstellung? Ist ja noch, also der Kader ist ja schon zusammen, hat der Kai auch gesagt, Marius auch. Die Fans lernen ja jetzt nach und nach alle kennen und die Verpflichtungen werden nach und nach bekannt gegeben. Aber was sagst du? Was ist jetzt so dein Feeling? Also ich vertraue da voll und ganz unserem Management und Kai, dass er da ein Händchen dafür hat. Und ich freue mich auf jeden Fall, neue Leute kennenzulernen. Ja, es macht Spaß, aber es wird auch wichtig sein, uns wieder gegenseitig gut einzufinden. Ja, das wird auch etwas Zeit brauchen und desto schneller, desto besser. Und ansonsten sind dann noch, naja, ein paar Jungs, die wir schon von früher kennen, wo ich auch noch hier war, also Schuggi und Ferni. Deswegen, das wird es auch nochmal vereinfachen, denke ich mal.
und einfach positiv bleiben. Ja? Das ist so die Einstellung und das wird schon. Kannst du ja vielleicht auch mal erzählen, was ist für dich am einfachsten, weil du gesagt hast, zusammenfinden, das Team muss irgendwie, ne, zusammengeschweißt werden. Was ist für dich da so ein gutes Rezept? Ein gutes Rezept, naja, dass wir halt gute Sachen unternehmen, wo wir wirklich ja, viel Zeit in so einem besonderen Stil halt verbringen. Ja? Sei es halt zusammen wegzugehen oder wie wir auch öfters hatten, dass wir ein Bootscamp gemacht haben, also sowas paddeln. Ja? Also einfach viel Teambuilding und ja, das kommt dann so auch von alleine. Ja, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Schwitzt du jetzt nochmal? Trainierst du weiter? Wir haben dich ja nun gerade aus dem Training geholt. Ja. Ja. Okay, was steht an? Ganz leicht Mobilität, Einstieg, Hanteln, Training und ein bisschen die Muskeln wieder, die alten Erinnerungsstücke, sich daran zu erinnern, was überhaupt los ist, ne, nach der großen Pause zu sehen. Ja. Der kurzen Pause. Ja, dann wünschen wir dir jetzt auf jeden Fall viel Erfolg, ne, dass du wieder fit wirst. Und also wir wünschen dir dann viel Erfolg, dass du natürlich ja, wieder bald fit auf Kufen bist und auch so, ne, dass du einen guten Start wieder hast. Alles klar, danke. Okay, danke. Ja, bevor wir jetzt rausgehen aus der Folge, noch ganz kurz, du kannst ja mal erzählen, du hast noch nicht eine Wette offen, aber ein Agreement, sage ich mal, mit einem Fan. Das dürfen wir aber nicht erzählen. Achso, das dürfen wir nicht erzählen? Ja, okay. Das ist mir ein bisschen peinlich, weil das ist schon eine Weile her. Und wenn das die Leute mitkriegen, ist das auch nicht so schön, aber dennoch, ja, wir kriegen das hin. Mhm. Ich bin noch ein Fan verschuldet, dass wir da zusammen ausgehen. Mhm. Ja, und ich würde Tino dich gerne einladen, dass du, dass wir uns treffen jetzt endlich mal. Ja, und ja, das ist, die Wette gilt immer noch sozusagen. Mhm. Ja, muss man, das sind Erdschulden. Also auf ein Käffchen, ne? Auf ein Käffchen, genau, mit Kuchen. Genau, also ein Fanvlog für die Fans. Genau. Bis dahin.